Hallöchen, Muchachos, und seid herzlich willkommen beim weiteren Loser Skin Spotlight. Der PBE wurde geupdatet und es gibt eine neue Skin-Themengruppe, nämlich die Prehistoric Skins. Und ich habe jetzt hier für euch den Prehistoric Cho'Gath. Der kostet ganze 57 Rio Points. Und mit dabei ist natürlich der Deko mit dem normalen Cho'Gath Skin. Grüß dich. Bonsoir, Muchachos. Hallöchen. Ja, alle Prehistoric Skins sind prähistorisch, das heißt dinosauriermäßig angehaucht. Ich finde, dieser Cho'Gath hat ein bisschen was von so einem Stegosaurus mit dem Kamm auf dem Rücken. Deko sieht das etwas anders. Kann man interpretieren, wie man möchte. Auf jeden Fall finde ich es sehr, sehr cool, dass Rito jetzt so eine Dino-Reihe jetzt rausbringt. Mit dabei wird noch sein Anivia, Cho'Gath und Renekton. Vielleicht finden wir noch zwei andere dann zusammen. Vom Aussehen her natürlich richtig schön dinosauriermäßig angehaucht. Auch so ein paar Schmuckelemente hat der Cho'Gath. Am Schwanz und an den Krüppelarm. Hast du gerade gesagt, Cho'Gath hat Schmuck am Schwanz? So, dann testen wir doch erstmal die Emotes. Für 57 Repoints, wisst ihr ja, ändert sich nicht immer viel. Vielleicht haben wir ja wieder einen kleinen Aussetzer und Rito hat hier doch was eingefügt. Schauen wir mal. Ja, bei mir tut sich gar nichts. Das ist der Taunt. Es scheint noch keinen Ton zu geben. Das ist einer der ersten Champs gewesen. Also Ton gibt es noch nicht. Ist noch zu früh in der Entwicklung. Ich höre Ton. Ja? Oder ist es meiner? Ne, da war Ton. Der Ton. Okay. Und jetzt als letztes nochmal die Lache. Ich find's richtig cool, wie mit seinen kleinen T-Rex-Arm dann auch nochmal klatscht. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Fähigkeiten. Mit der Q-Fähigkeit starten wir. Rote Stacheln kommen heraus. Wie schaut's hier raus? Schwarze Stacheln. Schwarze so ein bisschen Stacheln. Benutzt da schon, als wären die schon jahrhundertelang im Boden versunken. Bisschen an die Körperfarbe angepasst, ne? Wie bitte? Ja. Bisschen an die Körperfarbe angepasst. Da hat sich nichts verändert. Wie schaut's denn aus mit den E-Bolzen? Die sind auch, wie gesagt, angepasst an der Q-Fähigkeit. Das heißt, bei Deko sind die so ein bisschen blutig. Bei mir sind sie schon halb verfault. Wie sieht das Essen aus? Ess mich. Kompletto Gleicho. Jetzt stellen wir uns mal... Das Geile ist, wir haben kein Ward. Wir haben nur den hier. Deswegen vernichte ich den mal. Aber wie man sieht... Ich glaube, Cho'Gath hat echt keine Backpot-Animation. Dann kann ich ja direkt dazu übergehen, dich umzubringen. Deko kann anfangen, mich umzubringen. Also, Muchachos, ich feiere diese neue Prehistoric Skin-Reihe auf jeden Fall auch. Ich finde es wirklich schade, wie Deko in dem letzten Skin Spotlight schon gesagt hat, dass sie sich nicht ein wenig mehr Mühe gegeben haben. Das heißt, vielleicht 1350 Rio Points. Das wäre auf jeden Fall episch geworden. Nichtsdestotrotz finde ich diesen Skin auch ziemlich geil für 57 Rio Points. Wer Cho'Gath mag, soll sich den auf jeden Fall holen. Demnächst dann auf den Official PBE-Servern. Also, Muchachos, Daumen hoch nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.